Hallo. Ist der eingestaubt? Sieht aus, als wenn er sich den Staub von den Fingern wischt. Hallo zusammen. Hallo. Wer seid ihr beiden? Normalerweise stellt man sich selber vor, bevor man fragt. Ich heiße Alex, Alex Medvedev. Okay. Mein Name ist Alice. Hallo Alice. Mein Name ist Komet. Ich glaube, ich habe dich gestern schon gesehen. Komet, Kann es seltsamer sein, dass Name. deine Familie tot ist? Ja, das stimmt. Ich glaube, er ist krank. Ich bin krank, ich wurde gebissen. Ein Schluck Wasser? Nein, nein, danke, danke. Denk, wenn du krank bist, dann sollten wir uns vielleicht erstmal irgendwo hinsetzen. Was macht denn der Typ da hinten? Pinkelt der da vielleicht an der Hauswand oder was? Der muss seinen Kopf sortieren. Ach so, und das macht man, indem man seinen Kopf gegen eine Wand lehnt. Okay. Ja, hetz nicht so, Komet. Lass dir doch mal ein bisschen Zeit. Ich hab's eilig. Alles okay? Es geht Ich schon, glaube, es wir geht machen hier mal schon. ein Feuer. Kein Feuer, mir ist schon warm genug. Was liegen denn hier so viele Waffen rum? Die haben wir gefunden und die liegen jetzt einfach hier rum. Okay. Glaube, die brauchen auch keiner. Rein theoretisch solltest du die dir nehmen können, falls du sie brauchst. Danke. Ich habe genug Waffen. Können wir dir irgendwie helfen mit deiner Krankheit? Mir kann man nicht mehr helfen. Ich wurde gebissen. Diese scheiß Zombies haben mich erwischt. Verdammt. Ja, ich hatte eine Spur von diesen Bastarden, die meine Familie getötet haben, doch. Dann kam so ein Zombie aus dem Nichts angesprungen und hat mir in den Arm gebissen. Was machst du jetzt? Was macht man wohl, nachdem man gebissen wird? Sterben. Nichts anderes außer sterben. Heißt das, du läufst jetzt nur noch rum und hast kein Ziel mehr, oder wie? Ich hoffe, dass mir noch genug Zeit bleibt, diese Bastarde zu erwischen, aber ich bezweifle das. Okay. Weißt du denn, wer deine Familie getötet? Ja, ich kenne nicht den Namen von denen, aber wenn ich die sehe oder höre, dann erkenne ich die sofort. Oh hey, da kommt er.
so gut an. Hallo. Ich esse Alex. Oh, Schüsse. Ich war auf der Jagd nach so ein paar Bastarden, die meine Familie getötet haben, verstehst du? Und ich hatte gestern eine Spur gehabt, aber so ein scheiß Zombie hat mich angefallen und gebissen. Nicht so gut. Bist du soweit gut oder hast du schon die Lust, jemanden zu essen? Erzähl mir nichts von jemandem essen. Diese Bastarde hatten erst meine Familie vergewaltigt und danach geschlachtet und gegessen, also erzähl mir nichts davon. Ja, ich meine ja nur, wenn dich so ein Infizierter gebissen hat, wirst du auch bald so durch die Gegend wandeln? Ich werde mir das überlegen, mein Freund. Ich gebe mir vorher lieber die Kugel, bevor ich so durch die Gegend wandle. Oh nein, mein Freund, ich habe vielleicht was für dich, das dir vielleicht Erlösung schenkt. Und was soll das sein? Schau, meine Hände. Ich schöne, leckere, blaue Beeren. Ne, danke. Ich habe absolut keinen Hunger. Naja, ich bin auf jeden Fall hier, um dir beizustehen. Wenn ich bloß genug Zeit hätte, diese Bastarde zu erwischen. Kennst du ihre Namen? Nein, ich weiß nur, wie die aussehen. Zumindest so gut man sie im Dunkeln erkennen konnte. Aber sobald ich ihre Stimmen ihre Stimmen hören würde, würde ich sie sofort erkennen. Und sie haben deine Frau und Kinder geschändet und danach verspeist, richtig? Ja, das ist richtig. Die Sonne geht unter. Oh Gott, habe ich die Tastatur umgestellt, fucking hell. Sag mal, hier, komm mit. Ja. Ja, schöne Frau. Da wir eh nur hier rumsitzen, wie wäre es, wenn wir hier unserem neuen Freund helfen? Die er finden will. Was ist das Problem? Ist man krank? Ja. Ja, ich wurde gebissen. Bis du gehst, sonst werden wir auch noch krank.
Ich glaube nicht, dass das über die Luft ansteckend ist. Sonst werdet ihr eh schon alle infiziert. Was ist man nicht? Ich bin Doktor. Ich habe keine Doktor hier in der Runde. Also, was ist jetzt? Was machen wir? Leute. Irina getroffen, jetzt nach gefährlich Channel uns. Na dann, gute Nacht. Ja. Hallo. Hallo. Hey, dich kenne ich doch, glaube ich, aber... Ja, wir sind zusammen in Erdkind gefahren und in den Süden bei Balota. Jetzt muss ich mal was trinken von dem ganzen Husten, ne? Das tut mir der Hals schon weh. Dem fallenden Stern gefunden. Wie geht's dir? Also, mein Freund, wie können wir dir helfen? Sollen wir hier angehen und töten? Nee, ich bin zu schwach, um mich noch großartig zu bewegen. Den habe ich abgelegt. Der hat gedrückt an den Ohren. Soll ich dich erlösen? Ich suche ihn halt auch. Nicht die Mut dazu zu tun? Du möchtest doch kein Mörder werden, oder? Ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist, einen Menschen zu töten, was man empfindet. Was möchtest du nicht wissen, mein Freund? Da gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du es nach dem ersten Mal sein, oder du findest Gefallen daran. Ja, da könntest du recht haben. Aber wir haben ja Zeit. Irgendwann wird schon die Situation kommen, in der ich das Gefühl kennenlerne. Also meine Frau, warum kann ich die nicht anmachen? Einen Vorschlag gemacht. Sie müsste gern deine Übeltäter so gesehen finden und richten. Kannst du uns Informationen geben, die uns bei der Jagd helfen? Es waren fünf Leute. Vier Männer und eine Frau. Zwei von den Männern waren schwarz, die anderen waren alle weiß. Sie hatten ihr Gesicht verhüllt mit Tüchern oder komischen Masken. Ihre Kleidung kann ich schwer beschreiben, weil es einfach zu dunkel war. Vielleicht ein deutlicheres Merkmal wäre. Einer von ihnen hatte ein rotes Mundtuch um den Mund, aber eine dicke Narbe, die über das linke Auge verlief. Ich habe keine Narbe mehr. Genau, bist du böse. Aber du hast ein rotes Mundtuch. Ich bin nicht Irina, ich bin Alice, so ganz nebenbei. Und das rote Mundtuch hat mir Timmy vorhin gegeben. Also gestern hat sie mir das gegeben. Ja, du wärst auch nicht so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Caps Lock. Eine Gruppe von fünf Leuten. Eine Frau, vier Männer, davon zwei Schwarze. Richtig. Deiner hat eine Narbe über dem Auge. Viel Zeit, mein Freund.
glaube auch. Es geht langsam zu Ende. Natascha, ich komme. Darum kümmern. Okay. Tja, wie erklären wir das jetzt? Ein Toter und wir beide. Und verdammt viel Loot. Ich glaube, es hat jeder mitbekommen, was mit dem läuft.